Hallo ihr Lieben, ich bin nachher zum Geburtstag bei einer Nachbarin eingeladen und da ich keine Zeit und keine Lust mehr habe, jetzt noch schnell Blumen zu kaufen, dachte ich, ich mache hier einfach schnell ein Blumenkörbchen. 2 Stunden Vorbereitungszeit sollten eigentlich reichen. Ich habe mir mal schon mal ein Brett vorbereitet, habe etwas Backpapier draufgelegt, ich mache das gleich auf dem Backpapier. Ich brauche noch ein bisschen Wasser und einen Pinsel, um Übergänge zu verwischen. Dieses Glas ist schön glatt, das benutze ich dazu, die Teigfläche auszurollen auf etwa 1/2 cm Höhe. Und zum Verzieren habe ich mir erstmal einen kleinen Löffel, ein kleines Messer, eine Gabel, einen Stift, einen Holzstab und ein großes Messer hingelegt. Sollte ich noch etwas brauchen, hole ich mir das nach und nach dazu. Wichtig ist natürlich der Hauptdarsteller, der Salzteig. Wie man diesen macht, das schreibe ich nochmal in die Infobox. Zunächst benötige ich einen Teigklumpen für die Grundfläche. Um ein korbähnliches Muster zu erstellen, verwende ich einen kleinen Teelöffel. Hier wird die Löffelspitze einfach vorsichtig etwas in den Teig hineingedrückt, sodass eine Art geflochtenes Muster entsteht. So, fertig. An den unteren Rand kommt jetzt eine kleine geflochtene Teigrolle. Dazu rollt man aus einer Kugel eine gleichmäßige Salzteigrolle. Diese rollt man dann zusammen und kreuzt die Enden in der Mitte. Dann kann man sie vorsichtig nach und nach etwas aufdrehen. Mit der anderen Seite dreht man in die entgegengesetzte Richtung. Das geht am besten mit 2 Händen. Einen Moment. Der mittlere Teil wird jetzt ausgeschnitten und an die untere Kante unseres Korbes geklebt. Das geht am besten mit Wasser. Einfach den Pinsel nass machen und den unteren Rand mit Wasser befeuchten. Dann die Kordel vorsichtig aufsetzen und den Rand begradigen. Auch wieder mit dem Pinsel dann die Übergänge verwischen. Diese wird dann mit etwas Wasser an den oberen Rand des Körbchens geklebt. Jetzt fehlt noch der Henkel, der auf die gleiche Weise gefertigt wird. Immer an der dicksten Stelle die Rolle bewegen, dann wird sie irgendwann ganz gleichmäßig aussehen. Wieder das gleiche Schema, die lange Rolle einmal umbiegen und etwa in der Mitte die Enden kreuzen. Dann von jeder Seite in die entgegengesetzte Richtung drehen. Und so lange drehen, bis eine schöne Kordel entstanden ist. Die Kordel wird jetzt halbbogenförmig an das Körbchen angesetzt und die Nahtkanten werden mit etwas Wasser und mit dem Pinsel begradigt und geglättet. Sollten die Übergänge in der Kordel nicht gut sichtbar sein, so kann man hier mit dem Messer etwas nachhelfen und einfach ein bisschen einkerben. Jetzt füllen wir das Körbchen mit ein paar Blättern. Dazu rollen wir uns wieder eine dicke Rolle. Schneiden gleichmäßig große Stücke ab, damit die Blätter einigermaßen gleichmäßig werden, rollen daraus eine Kugel, aus dieser ziehen wir eine Spitze raus, drücken sie etwas platt und formen daraus ein Blatt. In das Blatt werden dann ein paar Blattadern gedrückt. Dann werden die Blättchen mit etwas Wasser an den oberen Korbrand angeklebt. So, das sollte reichen. Mit den Blättern füllt man nur etwas den Hintergrund und vorne werden jetzt noch ein paar Blüten aufgesetzt. Für die Blüten wird eine Salzteigrolle in gleichmäßige Stückchen geschnitten, daraus jeweils 3 Kugeln gerollt. Die 3 Kugeln werden mit etwas Wasser zusammengesetzt. Dann nimmt man einfach das Messer, macht in jede Kugel eine Einkerbung und ganz zum Schluss noch eine kleine Kugel in die Mitte setzen. Fertig ist unsere Blüte und wird eben auf die Blätter noch aufgeklebt.